Willkommen zurück zu Alone Cold Winter. Nachdem wir im letzten Part einen ziemlich krassen Traum hatten, haben wir jetzt diese Superdroge eingesteckt und wir können die gar nicht. Ach doch, alles Denk klar. mal so. Guck mal ins Inventar, ob wir jetzt eigentlich die Droge noch haben. Die haben wir noch dabei. Nee, Meins ist weg. leider. Ja. Das war gerade ja, dämlich von mir. Ich wollte eigentlich sagen, wir haben sie doch vorhin schon gesehen, aber. Genau, sie wurde uns ja halt Ja, sie geklaut. wurde uns ja jetzt logischerweise geklaut, deswegen, ja. Wo ist sie hin? Der einzige Weg, den man hier nehmen kann, wäre. Ja, verdammt! Raus, natürlich. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Okay. Eine klassische Verfolgungsjagd auf dem Dach eines Zuges. Ah ja, alles klar. Springen. Ist mal so James Bond hier. Ja, Didi. sowas zum Beispiel kann man in einem Videospiel ohne weiteres machen, was natürlich unrealistisch ist. Ja, ich meine, das ist ja ein Videospiel. Das ist ja Genau, ja, das genauso wie ist. Filme und Bücher. Ich meine, wie gesagt, Ja. die meisten Bücher müssen eigentlich schon auf Seite 203 enden, wenn der Protagonist stirbt. Aber Ja. nein, er schafft es ja immer wieder zu überleben. So, sowas ist vollkommen okay. Und da ist, wo man sagt, Realismus muss ja auch mal manchmal hinten anstehen. Ne? Okay, Lady. Hände hoch und keine Bewegung. Ah, also doch ein Bulle. Sie sollten ihre Nase nicht in Angelegenheiten stecken, die sie nichts angehen. Sowas kann ungesund sein. Ach ja? Aber leider bin ich verdammt neugierig. Jetzt halten Sie die Klappe und kommen Sie ganz langsam hier rüber. Sie haben nicht die geringste Ahnung, mit wem es Sie es hier zu tun haben. Stimmt, aber ich habe das Gefühl, das werde ich gleich erfahren. Nennen Sie mich einfach Agent Red. Und wer sind Sie? Conan, Kriminalpolizei. Nun, Herr Conan, erstmal waren Sie dumm, Ihren Namen zu sagen. Ja, es scheint, dass wir etwas anders mit Ihnen umgehen Ja, sollten. genau. Sie hat ihren Codenamen und er sagt ihren echten Namen. Ja, also ich meine, er müsste auch so einen Codenamen haben, oder? Ja, wahrscheinlich schon, aber naja. Wahrscheinlich ist Polizist kleine gelbe Taube dann doch nicht so beeindruckend, deswegen, keine Ahnung. Ja. Wovon reden Sie? Wer sind wir? Ich finde es übrigens gut, dass die wichtigen Wörter in Rot geschrieben sind. Puh. Verdammte Scheiße! Nein! Tja, du Depp, jetzt hast du deinen Namen gesagt. Hast Drogen im Blut? Mittlerweile sind wir nicht mehr high. Ja, aber ich sag mal, er wird ja bestimmt Zeug noch im Körper haben, so ungefähr. Ach so, ja, das hat er ja ohnehin schon gehabt. Ich schätze, es lohnt wohl nicht mehr, zum Polizeirevier zu gehen. Der Hubschrauber ist über der Stadt nördlich von hier runtergegangen. Ich sollte herausfinden, wo er gelandet ist. Info: Manchmal kannst du über bestimmte Dinge drüber springen. Solltest du feststecken oder dir etwas komisch vorkommen, schau dich genau um. Ich hoffe, das wird uns angezeigt. Okay, ja. Nichts Interessantes in der Zeitung. Wollen Sie sie haben? Ich brauche sie nicht mehr. Nein, vielen Dank. Ich lese keine Zeitung. Ich entgehe ihm aber viel. Fahren Sie auch mit der Bahn? Kennen Sie die Abfahrt? Abfahrtszeiten? Sorry, Yes. das habe ich jetzt versehentlich Enter gedrückt. Im Moment habe ich nichts vorzufahren. Aber an den Wänden hängen die Pläne. Sonst fragen Sie doch eben am Schalter nach. Stimmt, vielen Dank. Danke, ah, ich wollte mit dir flirten, ja? Hallo, Sir. Sie haben hier vermutlich keine Frau mit langen schwarzen Haaren gesehen, Alles oder? klar, Quest beendet. Nun ja, ich habe so jemanden getroffen. Aber sie hat am Bahnhof Neugasse gewartet. Oh Gott, natürlich. Ich erinnere mich. Das war der Ort, wo wir uns treffen wollten. Zum Glück haben wir alle keine Telefone. Vielen Dank. Ich nehme gleich den nächsten Zug dorthin. Ja, das ist für Sie. Hey, die haben einfach alle Prepaid-Telefone. Ja, scheinbar. Oh, danke. Ich hoffe, Ihre Freundin wird nicht allzu sauer sein.
Keine Sorge, das passiert mir ständig. Und der hat normalerweise auch kein Telefon. Aber hey, wir konnten nochmal 5 Euro abstauben. Ja, aber das... Es war also doch eine Nebenquest. Das ist jetzt, finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen blöd, weil das heißt, Sidequests werden nicht in das Sidequest eingetragen. Ja, das war... Wir haben jetzt im Bild einmal nochmal 5 Euro gefunden. Mit den Was beiden ich, haben ja, wir das schon ist ein bisschen... Ne? Oh, cool. Es scheint niemand am Schalter zu sein. Hier gibt es natürlich auch keine Fahrkartenautomaten, sondern nur Schalter. Ja. Das ist der gesamte Fahrplan der Stadt und die ganzen Bahnverbindungen. Der Hund ist böse, oder? Der Hund, ja, der... Weiß nicht, bei Hunden sowas ist für mich immer Dreamland, ne? Ja, den Hund kann man ja, glaube ich, wegstoßen. Oder nee, auch nicht. Okay. Kann man den Hund erschießen? Keine Angst, der Hund beißt nicht. Das hoffe ich. Guter Hund, braver Hund. Haben Sie Angst vor Hunden? Es ist weniger Angst vor Hunden, aber ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Diese Tiere scheinen mich einfach nicht wirklich zu mögen. Vielleicht habe ich auch kein Händchen. So schwer ist das nicht. Lernen Sie noch. Vielleicht. Weiß gar nicht, darf man in Wien einen Hund frei rumlaufen lassen? Ich denke, das kann... Ja, okay, er ist nicht vom Ordnungsamt, das ist also vollkommen okay. Ja, ja, klar, aber... Ah, interessant. Es gibt also eine Schnellreisefunktion. Das finde ich gut, das heißt, du kommst mal schnell an verschiedenen Orten. Das macht natürlich aber auch Rätsel komplexer, ne? Okay, das kann man natürlich nicht wirklich lesen. Also ich kann es jetzt gar nicht lesen, weil ich... Hab, nee, ich kann... Okay. Nein, 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 die Auflösung ist bei mir genauso. Okay, Das ist tatsächlich so nach der vom 2000er Maker. Bei den neueren Makern, da kann man schon mit Schriftsätzen arbeiten, die wesentlich besser lesbar sind. Ja, dann sollte man hier vielleicht mit Bildern arbeiten, weil das Problem ist wirklich, man muss schon erkennen können, ne? Wo man... Ich denke mal, du musst die anderen... Alles klar, jetzt bin ich wieder im Menü. Jetzt bin ich irritiert. Ich glaube, ich habe gerade irgendwie einen Glitch ausgelöst. Die Frage ist eher, wie ich hier wieder rauskomme. Ich frage, wie hast du den Glitch denn ausgelöst? Ich habe nichts gemacht, Steve. Ich bin jetzt... Das Problem ist, ich... Ja, du bist gerade im Menü. Ja. Weil das hier irgendwie so ein komisches Map-Menü ist. Ich bin einfach herrlich darin, oder? Okay. Das Blöde ist, wenn ich Escape drücke, dann komme ich ins Menü. Wenn ich Enter drücke, dann komme ich aber auch nicht raus. Okay, drück mal Alt unter Steuerung, ob da noch was mitgeht oder so R. Alt und R oder was? Oder nee? Nee, einfach nur R, ob da vielleicht noch irgendwie so R, F, D, so die Tasten haben wir. R, F, D, da passiert überall nichts. Oh Gott, okay. Ich bin hier gerade irgendwie drin gefangen, also ja, wenn irgendjemand einen Weg weiß, wie man hier wieder rauskommt, dann kann er es bitte in die Kommentare schreiben oder auch den Entwickler des Spiels. Ich glaube, wir werden erstmal einen kleinen Cut machen müssen und dann sehen wir uns ja gleich wieder. Jo. So, da sind wir wieder, nachdem mir das Spiel wirklich gebreakt wurde. Also wir können ja bei dieser Karte ja entweder die Möglichkeit zur Schnellreise verwenden oder eben nicht. Ja. Aber sobald wir auf Nein drücken, sind wir immer noch auf der Karte, nur dass wir die Karte nicht wieder verlassen können. Wenn wir Ja drücken hingegen, dann seht ihr, wird uns hier der Berg Pad angezeigt. Und wenn ich auf eine der, wenn ich nach links oder nach rechts drücke, bei dem Pfeiltasten, dann bin ich hier wieder draußen. Ja. Genau. Da frage ich mich, wie konnten das nicht auffallen beim Testen, dass wenn man hier Nein drückt, ist dann ein Gamebreaker. Ich verstehe es auch nicht so genau. Aber dafür werden wir wenigstens mit einem schönen Detail belohnt, nämlich Kindern, die einen Schneemann bauen. Du hast die Rübe für die Nase vergessen. Wir müssen uns noch eine Rübe holen. Haben wir alles? Wir brauchen Körner für den Mund und für die Augen. Macht man das nicht mit Kohlen? Das macht man eigentlich mit Kohlen. Da ist auch direkt ein Speicherpunkt. Logischerweise direkt hinter der Karte, wie es sich gehört. Nach dem Game Breaker. Das ist ja natürlich. Dann können wir das aber fast schon nochmal zeigen. Ja, stimmt. Ja doch, dann zeigen wir es nochmal. Dann zeigen wir es einfach nochmal, warum nicht. Also, wie gesagt, wir drücken erstmal Ja. Denn das ist ja eigentlich, was man normalerweise macht. Genau. Können wir allerdings nichts anwählen, beziehungsweise wir sind ja sowieso hier. Und wir drücken mal auf Nein. Dann sind wir auf der Karte. Ja. Und nichts wird angezeigt. Pfeiltasten drücken bringt nichts. Escape und wir sind im Menü. Genau. Enter bringt mir leider auch nichts. Das ist schon irgendwie, das hätte ja beim Testen auffallen müssen, vor allem weil da auch 20 Beta-Tester ja gelistet sind in den Credits. Das ist schon ein bisschen,
Ja, aber Luis, bitte nochmal nach rechts, und ich habe was entdeckt. Ja? Ja, und da kann man dort rechts runterspringen, glaube ich. Geh nochmal nach rechts unter der Karte hier, jetzt gehst du mal nach rechts entlang. Das sieht doch einfach auffällig aus. Stand nicht halt einmal springen. Achso, das ist die Karte, ja, okay, gut. Sorry, jetzt, Genau, siehst du, da mal springen. Sehr schön. Übrigens, wenn ich es lustig bin, auf den Zug mussten wir schon mal springen und da hatten wir noch nicht den Tipp gehabt, dass man springen kann. Da wurde uns nichts erklärt. Na, dann schauen wir doch mal, was wir unten Schönes finden. Eine Truhe mit 6x Gewehrmunition. Wir haben doch noch gar kein Gewehr. Okay. Das ist wohl optional für später. Ja. Aber wir haben es zum Glück jetzt schon gefunden. Gut, dass du Adleraugen hast, Steve. Warst du, als wäre da was aufgeploppt und... Dann müssen wir jetzt tatsächlich genau jedes Mal hier unten schauen, weil wir können ja über... Das ist natürlich ziemlich cool. Dadurch sind Zäune keine Begrenzung für den Spieler, wie es in anderen Spielen immer der Fall ist, wo Zäune einfach nur... Was sind das hier? 15 Pistolenkugeln. Die liegen hier einfach so rum. Gut, dass die Kinder nicht auf die Idee kommen, über den Zaun zu springen. Ja. Und dann vielleicht die Munition versuchen aufzumachen, um da ein bisschen Salz reinzumachen. Ja, genau. Was haben wir denn hier? Nichts, so wie es aussieht. Zumindest nichts, mit dem wir interagieren können. Genau. Wer den Witz nicht versteht, unbedingt mal in Haunted Horror reinschauen. Definitiv. Haunted Horror ist auf jeden Fall mindestens einen View wert. Und natürlich auch den oder anderen Daumen nach oben und ein nettes Kommentar natürlich sowieso immer. Okay, hier schauen wir erst später rein. Es scheint eine große Stadt jetzt hier zu werden. Selbstverständlich ist es Wien. Also, ja. Was braucht der Typ so lange? Er telefoniert schon fast eine halbe Stunde. Ich nehme aber auf jeden Fall an, dass es vielleicht nicht unbedingt in der jetzigen Zeit spielt, sondern eher in den 90ern oder frühen 2000ern. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, zu welcher Zeit das richtig spielt. Also es gibt irgendwie schon Prepaid-Handys. Ja? Also muss es schon mal so, ich denke schon, spielt es um 2000. Ja, klar. Weil, ich sag mal so, Prepaid-Handys hatten ansonsten da, also das gibt's ja schon. Aber Telefonzellen sind auch noch aktiv und die gibt's ja heute praktisch irgendwie nicht mehr. Es gibt nur noch ganz wenige, die kaum noch benutzt werden. Genau. Was ist denn mit der anderen Telefonzelle? Können Sie dort nicht telefonieren? Leider nicht, die andere Zelle ist defekt. Und wir wissen ja, wie lange es mal dauert, bis da so ein Telekom-Typ kommt und sich darum kümmert. Ja. Tut mir leid. Leider ist in der Nähe auch keine andere Zelle. Ich weiß, ich werde wohl warten müssen, falls sie jemals fertig wird. Ja, und das auch noch bei der Kälte. Ja, wir können ja unser Telefon nicht anbieten, denn wir haben ja kein Geld drauf. Es ist zu dieser Jahreszeit geschlossen. Steht denn da drauf? Oben? Ich kann es leider nicht erkennen durch die Auflösung. Neusee steht, glaube ich, drauf, oder? Ja, Neusee ist, was ich irgendwie so erkenne. Wahrscheinlich geht's hier, können wir hier ein Boot mieten oder so. Ich weiß es nicht genau. Dann quatschen wir nochmal mit dem kleinen Hund mit seinem. Wow, cool. Das ist doch mal ein schönes Event. Ja. Gut, und jetzt? Bring ihn mir wieder. Das hat er dann doch nicht genug geheilt, dass ich unbedingt darauf warten musste, bis du es völlig ausformuliert hast. Das ist ja, glaube ich, einfach nur drin, weil ich habe diese Animation erstellt und ich muss die unbedingt in dem Spiel mit einbauen. Ja. Die Hauptstadt. Gut, dann schaue ich mich mal um. Was? Ich glaube, er meint nicht die Hauptstadt, sondern das Zentrum oder das City Center oder was auch immer. Was? Sie haben seit die Hauptstadt? Wir sind die ganze Zeit überall in Wien. Hier gibt es viel zu entdecken. Dein Partner Kolb ist auch gerade auf Streife in der Nähe. Sprich mit ihm im östlichen Teil der Stadt, um einen Tipp zu bekommen. Also das sollte man bitte nicht Hauptstadt, sondern Hauptteil oder was weiß ich. Stadtzentrum einfach nur. Wir sind jetzt im Stadtzentrum. Ja, aber Hauptstadt, das ist Quatsch. Das ist einfach falsch, ja. Ja. Warum willst du nicht nach Malta? Ja, weil da böse Monster leben und da hat Barupo damals Milaya hinführt. Ja. Wenn ihr es nicht wisst, dann schaut euch unser Dragon Quest Monsters 1 und natürlich auch unser Dragon Quest Monsters 2 Let's Play an. Genau. Ich würde gerne einmal Paris sehen. Wir können uns das doch leisten, um ausgerechnet Malta. Naja, in Paris Terrorismus und so, ne? Na gut, das gab es ja damals noch nicht. Ist doch einfach günstiger. Dann haben wir dort mehr von unserem Urlaubskasse. Außerdem das Meer, der Strand.
Und leicht bekleidete Frauen. Schon klar. Komm, komm mir nicht so. Das hat damit nichts zu tun. Sicher. Paris ist auch schön, aber dort ist es eben nicht so sonnig, oder? Tatsächlich muss man an der Stelle sagen, dass Paris ja eigentlich eine der europäischen Zentren für Prostitution ist. Also deswegen sollte das für sie eigentlich ein größeres Problem darstellen. Weil ich meine, am Strand, da guckt er nur. Ich glaube, das Problem ist eher, dass das sie vielleicht nicht so weiß. Wahrscheinlich nicht. Nee, sowas weiß man wahrscheinlich nur als Mann. Mag sein. Naja, oder wenn man irgendwie mal einmal im Monat auf Spiegel.de schaut oder so. Okay, gut. Vielleicht auch dann, aber ist natürlich doof, wenn wir mit der Frau sprechen, bekommen wir noch denselben Dialog, das hätte ich bedenken können, aber manchmal ist die Hand schneller als das Auge. Ja. Prüfen. Geschlossen, schade. Momentan habe ich sowieso kein Geld, um mir eine Reise leisten zu können. Ja, weil er kriegt ja lieber. Ja. Und er trinkt und raucht. Und er prügelt sich. Die Straße da führt ins Nichts. Also. Welche jetzt genau? Also diese Straße hier führt dazu. Ja, das stimmt. Die Straße ist hier einfach vorbei und hier sind auch keine Parkplätze oder so. So sind eigentlich meistens Orte nicht aufgebaut, sage ich jetzt einfach schon gar nicht eine große Stadt, also die Hauptstadt. Wäscheleinen im Winter. Das sieht man auch selten. Ja, weil es schneit. Die wird das nicht reinholen, ja. Oh, guck mal hier, neue gefrorene Wäsche. Ja, los hier, Schatz. Hast du meine Wäsche schon gewaschen? Ja, ist auch schon gebügelt. Na, hier hinten ist Bios. Wahrscheinlich eine weitere Anspielung auf Biohazard. Nee, verschwinde. Was ist los? Was ist hier? Bios? Klingt wie ein Gemüsehändler. Bios. Wo kommst du denn her? Kennst du etwa Bios nicht? Den angesagtesten Schuppen der Stadt, hier in so einer Gasse? Hä? Sag mir überhaupt nichts. Du lebst hinterm Mond, was? Typen wie dich können wir hier wirklich nicht brauchen. Verschwinde einfach. Seltsamer Typ. Ich wollte gerade schon sagen, Typen wie dich können wir nicht sonderlich gut leiden. Da oben, die haben auch vergessen, ihre Stühle und Tische wieder vom Balkon runterzunehmen. Oder von der Dachterrasse. Eine weitere Telefonzelle. Steckt der etwa im Gulli fest? Sieht so aus, oder? Bitte, danke, alles Gute. Das ist auf jeden Fall ein Obdachloser. Vielleicht hat er keinen Unterkörper mehr, oder? Es sieht so aus, als würde er wo feststecken. Hey! Oh nein! Sie war gerade Geld holen, er hat es ihr gestohlen. Sind Sie in Ordnung? Ich wurde ausgeraubt. Dieser Mann, er hat meine Geldbörse. Ich verstehe. Keine Angst, ich werde ihn verfolgen. Sie sollten Ihre Bank anrufen, Ihre Karte sperren zu lassen. Wer sind Sie? Oh. Ich bin von der Polizei. Mein Name ist Conan. Danke, Herr Conan. Na, was sag ich denn doch Conan, wenn's... Ja. Ist egal. Ja, geschlossen und er möchte keine neuen Klamotten kaufen. Ist denn das jetzt eine Sidequest? Das ist gerade ganz gut. Erfolge. Ah ja, alles klar, unser Menü. Okay. Sehr schön, wir können auch... Ah ja, es gibt auch zwei Schwierigkeitsgrade. Eine Steuerung. Das ist natürlich eigentlich ganz cool, ne? Hier sind Achievements, das heißt, wir haben ein Achievement verpasst. Oder... verschlossen. Das heißt, wir haben es ja das erste Achievement, haben wir es ja nur bekommen, genau. Das zweite als Fragezeichen. Genau. Was wollte ich jetzt noch gleich nachschauen? Im Sidequest, Hauptmenü, Sidequest sozusagen. Einmal nach links also gehen im Menü. Dort Gegenstände. Ach ja, genau, stimmt. Das stimmt, ja. Ich muss jetzt gerade kurz überlegen. Und da ins Journal schauen. Genau. Ja. Das steht jetzt drin. Okay. Und das wurde tatsächlich noch hinzugefügt. Mhm. Hier wäre. Wo ist der Typ jetzt hin? Jetzt habe ich ihn natürlich völlig aus den Augen verloren. Ich denke, er ist hier nach rechts gelaufen. Er könnte überall sein. Ich weiß nicht, wie lange man Zeit hat. Nicht, dass wir es jetzt nicht mehr geschafft haben. Ich weiß es auch nicht so genau, weil wir gerade irgendwie nochmal rumgequatscht haben oder so. Aber hier ist auf jeden Fall unser Kollege. Hey, Conan. Kolb! Ich hätte nicht erwartet, dich hier zu treffen. Genau das wollte ich gerade sagen. Wie geht es dir? Besser, schätze ich. Aber ehrlich gesagt bin ich gerade mitten in einer Sache. Wirklich?
Also bist du wieder an die Arbeit gegangen? Das ist gut. Erzähl mal, was machst du hier? Naja, eigentlich habe ich noch nicht viel. Ich suche einen Hubschrauber, der hier in der Nähe gelandet sein muss. Müsste er als Partner nicht wissen, wenn Conan wieder eingesetzt wurde? Eigentlich schon. Ein Hubschrauber? Oh ja, ich habe einen gehört, aber ich habe leider nicht gesehen, wo er gelandet ist. Hast du rumgefragt, ob jemand etwas weiß? Ja, aber ich fürchte, das wird nichts. Haben wir das schon? Wir waren ja bisher nur bei BIOS, dann haben wir die Frau getroffen, die... Ja, wir haben noch gar nicht rumgefragt nach einem Hubschrauber. Hm. Vielleicht solltest du dich im Dinner westlich von hier umhören. Ich weiß jetzt mal Dinner aus. Im Dinner? Man trifft dort alle möglichen Leute. Vielleicht gibt es da jemanden, der dir irgendwie helfen kann. Okay, bis später dann. Ich denke aber trotzdem, wir werden uns erst im nächsten Part umsehen. Ich werde einfach nochmal laden und dann werden wir nochmal versuchen, die Dieb zu schnappen. Vielleicht bringt das ja was. Und auch ansonsten werden wir uns in der Stadt noch wesentlich mehr umsehen, weil es gibt hier ja scheinbar echt eine Menge zu entdecken. Ja. Also wir sind auf jeden Fall gespannt, was es hier alles so Schönes gibt und wie es am Ende weitergehen wird. Und wir hoffen natürlich, dass ihr es auch seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.